Die Integration durch Substitution hat schon vielen Generationen Kopfschmerzen bereitet, unter anderem mir auch. Und damit es dir nicht so schlimm geht wie mir, hier jetzt das Video dazu. Wir haben die Formel hier oben rechts im Bild. Ja, es ist eine Verkettung. Und wir müssen eine Funktion oder wir müssen ein Integral haben, das muss vorliegen, sonst geht es gar nicht, diese Integration durch Substitution, wo man eine Verkettung hat, wobei die innere Funktion auch als Ableitung vorliegt innerhalb dieses Konstrukts und damit multipliziert wird. Also gucken wir uns das Ganze mal in einem Beispiel an. Zufällig hat dieser Ausdruck hier ein 1 plus 2x Quadrat in diesem grundsätzlichen übergeordneten Konstrukt Cosinus. Wenn du diese Klammer ableitest, bekommst du raus 4x und dieses 4x taucht hier vorne als Multiplikation auf. Und insofern ist das jetzt hier erfüllt und wenn das erfüllt ist, dann darfst du das hier auf der rechten Seite anwenden. So, gehen wir es nochmal einmal ganz kurz durch. Also wir haben eine Verkettung f von g von x, wobei f die übergeordnete Funktion ist, also in diesem Fall das Cosinus. Und g von x ist die innere Funktion und das ist hier diese quadratische Funktion in der Klammer. Und wenn man die ableitet, dann muss eben diese Ableitung noch als zusätzliche Multiplikation innerhalb dieses Integrals hier vorliegen und die Ableitung von 1 plus 2x² ist 4x und die liegt zufällig vor. Und wenn du schon mal den Blick auf die anderen hier schweifen lässt, dann liegen die da auch jeweils zufällig schon vor. Na gut, egal, wir machen jetzt erstmal die Aufgabe A und ja, Aufgabe A, wie fangen wir am besten an? Am besten ist, wir schreiben uns diese Aufgaben nochmal einmal ab und sagen, naja, wir haben diese Sache jetzt hier festgestellt auf der linken Seite und können jetzt das, was jetzt hier in dieser Formel auf der rechten Seite steht, anwenden. Dafür schreiben wir uns einmal noch raus, was ist g von x? G von x ist diese innere Funktion, das heißt die, mit der dieses f verkettet ist, also das in der Klammer. Und wenn wir das ableiten, dann kommt 4x raus und das ist das, was hier vorne steht. Also haben wir hier nochmal die Überprüfung, wenn wir das jetzt hier so festhalten. Tja, und dann schreibt man ja laut dieser anderen Seite dieser Formel ja jetzt einfach noch das Integral auf und ändert die Integrationsgrenzen einmal um. Das heißt, du hast jetzt nicht mehr a bis b, sondern du hast jetzt g von a bis g von b. Das heißt, du musst deine Integrationsgrenzen, in diesem Fall 0 und pi, noch einmal hier in diese g von x einsetzen. G von 0 ist 1 plus 2 mal 0 hoch 2, das ist dann einfach noch 1. Und g von pi ist 1 plus 2pi Quadrat. Also einfach nur für x eben diese Integrationsgrenze eingesetzt. Mehr ist das nicht. Und ansonsten f von z, das spiegelt uns jetzt nochmal wieder, was ist unsere übergeordnete Funktion. Und das übergeordnete Konstrukt hier ist ja der Cosinus und den schreibt man in Abhängigkeit von z und dann hier auch dz. Ob du das jetzt alleine hinkriegst, also wirst du jetzt wahrscheinlich fragen, wie kriege ich das alleine hin irgendwie? Also wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann macht das Sinn für mich und dann kann ich das nachvollziehen, aber kriege ich das auch alleine hin? Ja, das ist halt reine Übungssache, deswegen würde ich dir empfehlen, die B und die C dann mal selber zu versuchen. Aber du musst es natürlich jetzt hier einmal sehen, wie es korrekt funktioniert. Na gut, dann müssen wir natürlich Cosinus Z einmal aufleiten, das ist nicht so schwer, denn das ist einfach Sinus Z. Sinus Z nämlich abgeleitet ist Cosinus Z. Insofern gar nicht so schwer. Und hier im Gerade habe ich ja schon die Grenzen einmal hier vorgerechnet. Das ist einmal die 1 und oben die Obergrenze 1 plus 2pi Quadrat. Ich hoffe, das ist noch sichtbar, weil es hier schon relativ klein geworden ist. Jetzt setzt du einmal die Obergrenze ein, dann hast du Sinus von 1 plus 2pi Quadrat minus Sinus von 1 und das Ergebnis ist 0,337, so ungefähr. Ja, du hast es vielleicht schon gemerkt, ich bin ein bisschen mit dieser Substitution, Integration durch Substitution jetzt nicht so... Ja, nicht so einig irgendwie. Wir sind nicht so ein harmonisches Pärchen, wir beiden. Aber wenn ich mir das jetzt hier so angucke, dann sehe ich auch natürlich immer den Vorteil von diesem Verfahren. Und das ist, es geht relativ schnell. Du kommst sehr, sehr schnell mit wenigen Schritten auf die Lösung. Aber die Frage ist ja, kriegst du das hier so alleine hin? Kannst du dir diese Formel merken? Naja gut, du hast vielleicht noch eine Formelsammlung, wo du reingucken kannst. Ansonsten ist es viel Übung. Man muss 3, 4, 5 Aufgaben gerechnet haben, damit man da einigermaßen firm mit wird. Und auf der anderen Seite ist halt meine Kritik immer wieder, erkennst du das einfach so in so einer Funktion? Kannst du das erkennen, dass die hier angewendet wird? Naja, okay, also die Fragen musst du dir selber beantworten. Ansonsten gucken wir jetzt gerne nochmal zusammen hier auf die Aufgabe B. Bei Aufgabe B müssen wir jetzt ja wieder ein übergeordnetes Konstrukt finden. Vielleicht halte ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen fest, dass es für dich ein bisschen plausibler wird. Also das übergeordnete Konstrukt ist ja hier e hoch irgendwas. Das heißt, wir können hier schon mal festhalten, dass sich hier irgendwas ergeben wird mit e hoch z. So, e hoch z, wobei z unsere innere Funktion ist. Oder auch genannt, z ist ja auch genannt g von x.
Also wenn ich jetzt Z hier, kann ich auch definieren als G von x. Und als G von x kann man hier sehen, im Exponenten 1 Drittel x hoch 3 plus x minus 4. Wenn wir das ableiten, dann muss eben das hier vorne rauskommen. Sonst kann ich diese Integration durch Substitution nicht anwenden. Aber du siehst schon, ein Wunder ist passiert. Es klappt. X hoch 3 abgeleitet, kommt die 3 nach vorne. Das löst sich dann mit dem Nenner da auf. Und somit hat man dann x² plus 1 tatsächlich stehen. So, daher kann man jetzt die Integration durch Substitution anwenden, weil eben die Ableitung von dieser inneren Funktion hier oben, von dem g von x, ist tatsächlich das, was hier in so einer multiplikativen Verkettung steht. Und wir haben eine übergeordnete Funktion, nämlich die Exponentialfunktion mit dem e in der Basis, also die e-Funktion. So, wir schreiben jetzt die Funktion nochmal ab, genauso wie wir es oben gemacht haben, und notieren uns einmal das g von x und das g' von x. G von x ist das oben im Exponenten, das ist die innere Funktion. Wenn ich die ableite, kommt g' von x raus, das ist das, was als Faktor hier vorne steht, und somit stimmt das. Das ist korrekt und ich kann jetzt die Integration der Substitution anwenden. In dieser Zeile ist sozusagen hier die Legitimierung dafür geschaffen. Die linke Seite, das was ich hier oben blau in dieser Formel unterstrichen habe, ist also gewährleistet und somit kann man jetzt die rechte Seite, das was ich rot unterstrichen habe, anwenden. Somit verändern sich die Integrationsgrenzen. Du hast jetzt nicht mehr a und b, sondern du hast jetzt g von a und g von b. Das heißt, deine Untergrenze, das ist ja in dieser Aufgabe hier oben die minus 1 und die Obergrenze ist die 1, die müssen jetzt in die g von x eingesetzt werden. Lass dich hiervon jetzt nicht erschlagen, das ist gar nicht so wild. Das ist einfach nur hier die g von x. Die steht jetzt hier und da wurde eben jetzt hier einmal die 1 eingesetzt, also beziehungsweise unten die minus 1 eingesetzt und hier oben die 1 eingesetzt. Mehr ist es nicht. Und dahinter steht jetzt diese übergeordnete Funktion, nämlich e hoch z. Das ist nämlich mein f von z. So, kann man jetzt hier nämlich sehen. F von z ist gleich e hoch z. Denn es galt ja, wir hatten die Verkettung f von g von x. Naja, und wenn g von x gleich z ist, dann ist halt auch f von z eben genau das hier, nämlich e hoch z, die übergeordnete Verkettung sozusagen. Und naja, jetzt habe ich hier dieses e hoch z stehen, das siehst du jetzt hier, das habe ich jetzt hier stehen. Und naja, ich muss es aufleiten und e hoch z aufgeleitet ist natürlich auch wieder e hoch z. So, das haben wir jetzt hier stehen. Mal ganz kurz gucken, dass ich hier wieder schreiben kann. So, jetzt müsste es wieder gehen. Also, hier haben wir jetzt die Stammfunktion und an diese Stammfunktion, an diese eckigen Klammern, schreibt man dann jetzt eben ja die untere Grenze und die obere Grenze auf. Das ist das, was man beim Ausrechnen hier herausbekommt und das kommt dann da natürlich logischerweise hin. So, jetzt muss einmal die obere Grenze eingesetzt werden, die untere Grenze eingesetzt werden und dann kommt hier das Ergebnis raus. Und auch hier sieht man jetzt wieder, wunderbar, es geht super schnell. Ich habe hier sehr schnell ein Ergebnis raus, aber wie gesagt, die Bedingungen müssen halt passen, damit man das überhaupt anwenden darf. Wenn das nicht passt, dann es klappt halt nicht, dann bringt mir die ganze Regel nichts. Okay, wir kommen zu der C. Tja, die C, die machen wir, gucken wir uns mal in grün an. Und wie immer schreiben wir einmal die Aufgabe ab. So, und jetzt müssen wir hier oben mal gucken. Finden wir jetzt hier die übergeordnete Funktion? Also die übergeordnete Funktion ist sicherlich hier die Wurzel. So, und was steht unter der Wurzel? Unter der Wurzel steht x² minus x. Naja, so ganz erfüllt ist das jetzt ja nicht eigentlich, ne? Weil 2x minus 1 ist nicht das, was jetzt hier vorne steht. Aber ich kann mit einer Multiplikation das erzeugen, indem ich nämlich hier dieses g' von x mit einem halb multipliziere, dann kommt das raus. Und deswegen kann man hier so ein bisschen tricksen, nicht verwirren lassen. Ich muss, glaube ich, hier das so ein bisschen auseinanderrücken. Ja, wobei, also wir trennen das jetzt hier mal ab. Also das ist die Integralschleife mit der Untergrenze und Obergrenze und hier müsstest du das gedanklich einmal so ein bisschen trennen. Denn wir hatten ja als Untergrenze hier eine 2, als Obergrenze hier eine 4. 2 und 4 muss jetzt in die g von x eingesetzt werden. Somit hat man dann hier in der Untergrenze 2 hoch 2 minus 2 und in der Obergrenze 4 hoch 2 minus 4. Das sind jetzt hier nur die Grenzen. Und danach habe ich geschrieben 1 halb Wurzel z. Weil mit dem 1 halb wird nämlich dieses g' von x dann passend gemacht. Dann ist es nämlich einfach nur x minus 1 halb und das ist ja tatsächlich das, was hier in der Funktion steht. Also mit 1 halb Wurzel z dz geht das. Dann muss ich das einmal aufleiten, da kann ich einfach das z einmal umschreiben zu z hoch 1 halb. Das aufgeleitet ist 3 halbe oben im Exponenten und das muss in den Nenner von dem Faktor. Also das muss dann so ein Drittel sind 2 Sechstel und 2 Sechstel gekürzt ist 1 Drittel, stimmt.
Ah, Haken kann ich mir eigentlich auch sparen. So, und dann hat man hier ausgerechnet für die Grenzen 2 bis 12. Das heißt, die Grenzen hat man jetzt auch. Die kann man einsetzen. Einmal Obergrenze, einmal Untergrenze eingesetzt. Und schon habe ich raus 12,91. Ging also auch wunderbar schnell. Hier musste man eben nur den Trick erkennen, dass man hier noch das 1,5 vor das Wurzel Z packen muss. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen, hast ein bisschen was verstanden zu dieser Regel und du hattest vielleicht auch die Möglichkeit, selber mal ein bisschen zu rechnen. Und immer wenn das gewährleistet ist, darf man die Integration durch Substitution anwenden. Okay, wenden wir sie doch mal an. Dann müssen wir einmal die Grenzen anpassen. Das ist hier A und B. Das heißt, die sind hier in Variable gehalten. Es geht hier also nicht darum, am Ende ein Ergebnis rauszubekommen, sondern hier heißt es ja nur, bestimme die Stammfunktion, indem du auch resubstituierst. Also